Es ist wieder Zeit für Eisenbahnromantik, liebe Zuschauer. Heute zuckeln wir mit einem Zug um einen See im Herzen Europas. Es ist der Neusiedler See an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn. Und wir fahren mit dem Blauen Blitz, einem österreichischen Triebzug aus den 50er Jahren. Es ist heiß. Es ist flach. Ein See. Schlösser. Ein Triebwagen. Und viel Landschaft. Eine Reise um den Neusiedler See. Der Blaue Blitz, der einstige Stolz der österreichischen Bundesbahnen, viele Jahre gehört er hier in Sopron zum gewohnten Bild. Österreich und Ungarn, der Blaue Blitz hat beide Staaten verbunden, trotz des eisernen Vorhangs. Regionalverkehr war das Pendeln zwischen den Welten. Wir fahren mit dem Blauen Blitz wieder um den Neusiedler See. Ferenc Schmidt ist Lokführer und Lotse auf dem ungarischen Teil der Strecke. Jahrelang ist er hier mit dem alten Dieseltriebzug gefahren. Gefühle werden wach. Emotional sehr. Das ist, da fühlt man noch als Lokführer. Mensch, mit neuen Triebfahrzeugen, Computer auf Rädern, schön bequem. Aber Lokführer ist der Lokführer an. Dann, wenn die alten Fahrzeuge, wenn die Diesel, die Motoren, hört man, das Gefühl braucht man. Das echte Lokführergefühl kommt auch in Sopron nicht mehr so oft auf. Der Bahnhof ist das moderne Zentrum der Rababahn, einer privaten ungarischen Bahngesellschaft, die seit Anfang des letzten Jahrhunderts den Verkehr in Westungarn und am Neusiedler See betreibt. Pannonien nennt sich seit römischer Zeit die Region um den Neusiedler See. Die Fahrt beginnt im ungarischen Sopron und führt dann zum Grenzort Fertőszentmiklós. Es geht weiter in Richtung Pamhagen und dann nach Norden zur Namensgeberin des Sees, der Stadt Neusiedl. Schließlich führt die Strecke in die Hauptstadt des Burgenlandes Eisenstadt. Fast eine ganze Runde also um den Steppensee. Sopron, uralte Grenz- und Handelsstadt, immer noch das Zentrum der ganzen Region. Und die Altstadt wohl eine der schönsten des Landes. Mit dem Blauen Blitz verlassen wir Sopron. Es geht hinaus ins pannonische Flachland. Schier endlos reiht sich Feld an Feld. So beschaulich die Landschaft wirkt, auf der Hauptbahn von Sopron nach Győr und Budapest ist viel Betrieb. Ein kleiner Ort an der Strecke. Fertőbusz. Geboten ist hier außer Bahnbetrieb nicht viel. Wo sich Hund und Katz begegnen, ist eine der vielen Ausweichstellen,
an denen auf der eingleisigen Strecke vor allem Güterzüge aufeinander warten. Unser blauer Blitz aber hat heute Vorrang. Im Zug hektisches Treiben. Der Sonderzug passt schwer in die dichten Fahrpläne. Neben Ferenc Schmidt unser Zugführer Damian Di Villetot. Er hält Kontakt zu den Fahrdienstleitern. Doch auch der blaue Blitz muss einmal halten. Na, jetzt kommt der andere Zug. Und natürlich gibt es Rituale unter den Eisenbahnern. Die Lokführer muss man vorlassen. Ein Güterzug? Ja. Lokführer grüßen einander. Ein ehernes Gesetz auf den Führerständen. Und weiter geht es entlang der Felder. Unser blauer Blitz hält auch dort, wo sonst kein Zug mehr hält. Der kleine Haltepunkt Neuzenk-Hidikschek. Manch einer mag sich hier erinnert fühlen an den alten Film Ich denke oft an Peduschka. Weg vom verträumten Landhaltepunkt zum Rokoko-Schloss Fertöd. Eines der großen Schlösser des alten ungarischen Adelsgeschlechtes Esterházy. Die Esterházys und ihre Schlösser sind kaum wegzudenken aus Politik und Kultur Österreich-Ungarns. Vor allem der Komponist Joseph Haydn wurde von ihnen gefördert. Der See ist allgegenwärtig, obwohl man ihn kaum sieht. Er ist von einem breiten Schilfgürtel umgeben. Doch das heiße und oft auch sehr wechselhafte Klima wird von ihm mitbestimmt. Eine nur 4 Kilometer lange Schmalspurbahn wird an Wochenenden zwischen Neuzenk und Fertobus betrieben. Und es ist eine besondere Bahn, denn auf ihr dürfen Kinder und Jugendliche den Bahnbetrieb üben. Zusammengestellt aus ehemaligen Wald- und Industriebahnen entstand die frühere sozialistische Pionierbahn. Den Spaß an der Eisenbahn haben die Kinder immer noch, auch als Nicht-Pioniere. Erwachsene überwachen den Betrieb und leiten die jungen Eisenbahner an. Auf der Dampflok sind natürlich Profis am Werk. Eng geht es zu auf dem Führerstand der Schmalspurlok. Die Fahrt dauert rund eine halbe Stunde, denn auf der kurzen Strecke wechselt der Zug zweimal die Fahrtrichtung. Es muss ja was zum Üben geben.
Wir verlassen die Kindereisenbahn und die Gewitterstille. Auf der Gjörsopron-Ebenfurt-Vasut, wie die Raberbahn eigentlich heißt, fahren wir Richtung Grenze. Fertesent Miklós, die Grenzstation. Hier verlief der eiserne Vorhang. Die ungarische Raberbahn spielte eine besondere Rolle, denn die private Aktiengesellschaft mit Sitz in Ungarn und Österreich blieb immer ein privater Betrieb. Weder in der Nazi- noch in der kommunistischen Diktatur wurde das Unternehmen verstaatlicht. Es blieb in gewissem Sinne ein K&K-Betrieb. Generaldirektor Csaba Székely führt das Unternehmen seit einigen Jahren. Im liberalisierten Schienenverkehrsmarkt von heute behauptet sich die Raberbahn gut. Die Erfahrungen aus früheren Zeiten helfen dabei. Die Menschen, die hier arbeiten, haben selbst in politisch schwierigen Zeiten immer einen Weg gefunden, Probleme zu lösen. Stets über Grenzen hinweg. Zwischen 1948 und 1989 war die Raberbahn sozusagen das einzige Loch im eisernen Vorhang, wo einerseits vor allem Güterverkehr abgewickelt wurde, in geringerem Maße auch Personenverkehr. Und über diesen Schienenstrang wurden damals zwischen dem reaktionären Westen, um das jetzt so propagandieren, und dem fortschrittlichen sozialistischen Osten informell auch doch viele politische Kontakte geknüpft, wo es ja damals nicht opportun war, Kontakt zu pflegen. So über die Raberbahn war das durchaus in Ordnung. Die Grenze zwischen den Blöcken hat das Leben auch der Eisenbahner bestimmt. Erinnerungen an eine nicht ganz einfache Zeit. Mit Blitz haben wir schon was erlebt auf der Grenze. Fertesemiklós, Spamhagen. Wir sind schon gestanden, mehrere Minuten wegen Grenzkontrolle. Und Sie sind aber über die Grenze gefahren? Jawohl, wir sind über die Grenze gefahren. Wie war das damals? Interessant, sehr interessant. Ein anderes Welt. Wir wissen, eiserner Vorhang, das hat gegeben. Von Ostseite auf den Westen kommen, das ist so, dass damals gravierende Unterschiede waren. Also wer auf österreichischer Seite fahren dürfte, der war privilegierter Lokführer. Bis sich am 27. Juni 1989 alles änderte. Alois Mock und Gyula Horn, die Außenminister Österreichs und Ungarns, durchtrennten ganz in der Nähe der Bahnlinie den eisernen Vorhang. Ein Tag, der die Welt veränderte. Durch den Mut der ungarischen Regierung wurden Fakten geschaffen. Der eiserne Vorhang, nur noch ein Haufen Schrott der Geschichte. Heute erinnert an jenen Tag eine kleine Gedenkstätte. Die einst fast unüberwindliche Grenze, jetzt nur noch eine unbedeutende Landstraße. Eine symbolische Tür musste aufgestellt werden, um zu zeigen, dass die zum Westen hier aufgestoßen wurde. Dank der Europäischen Union merkt der Autofahrer nicht einmal mehr, dass hier immer noch die Grenze zwischen zwei Staaten verläuft. Es sind noch irgendwie Grenzen in den Köpfen und Herzen da. Ich vergleiche das mit einem Zaun zwischen zwei Gärten, wo ja, jeweils auf der anderen Seite ein Hund ist, die sich, solange ein Zaun ist, gegenseitig anbellen. Plötzlich ist der Zaun weg, sie sind ein bisschen ratlos. Und das ist eine Erscheinung, mit der wir derzeit auch umgehen. Doch der Wandel der Zeit, er vollzog sich trotzdem in Rekordtempo. Und so rasen auch wir durchs pannonische Flachland einfach über alle Grenzen hinweg.
Nächster Halt, Pammhagen. Ein winziger Ort, der erste in Österreich und ein kleiner Verkehrsknoten. Daher muss auch der blaue Blitz anderen Zügen Platz machen. Damian, unser Zugführer, schlüpft hier auch in die Rolle des Weichenstellers. Wagenseite bitte kommen. Der moderne Talenttriebwagen wartet, bis der Blitz aufs Nebengleis fährt. Moment. Schranke bitte schließen. Danke. Mit dem Talent dann 400 Meter Richtung Weiher bitte. Handarbeit ist hier gefragt. Manöver geglückt. Damian de Villetot kann als Zugführer wieder das Abfahrtszeichen geben. Und auf zur nächsten Etappe. Die Landschaft, sie ändert sich nicht, aber das ist der Charme des Burgenlandes. Der alte Expresszug kann hier durch eine Weite fahren, wie es sie sonst in Österreich nicht gibt. Nach den Sonnenblumenfeldern die Weinreben. Der Wein aus dem Burgenland ist berühmt. In der sonnigen pannonischen Tiefebene gedeihen nicht nur die traditionellen Weißweinsorten wie der grüne Veltliner oder Welschriesling. Bekannt ist die Region vor allem für ihren Rotwein. Blaufränkischer und Zweigelt sind die hier heimischen Sorten. Im Norden des Sees gibt es sanfte Hügel. Auch sie werden hauptsächlich für den Weinbau genutzt. Bereits die Römer haben im Burgenland Wein angebaut. Das Klima hier sei für den Weinanbau besonders gut. Viel Sonne, aber auch kühle Winde vom nahen Schneeberg, sagt Eduard Schepe. Er hat ein altes Weingut übernommen und baut nach biodynamischer Methode die heimischen Rebsorten an. Wein ist für ihn mehr als nur ein Getränk. Der Wein ist Kulturgut, hat die Menschen immer erfreut, hat ihnen Arbeit gebracht, hat ihnen aber auch Freude gebracht. Und wenn man dann in einem alten Weingarten steht und die Tradition inhaliert, die Geschichte inhaliert, dann ist das schon was Schönes. Man arbeitet ein Jahr lang hart, bringt was auf die Flasche und macht dann jemand damit der Freude. Das ist ein sehr schöner Zyklus, den wir da leben als Weinbauern. Das Weingut von Eduard Schepe ist typisch für das Burgenland. Im Hof ist ein Heuriger oder Buschenschank eingerichtet. Hier werden die eigenen Weine ausgeschenkt und einfache Speisen serviert. Der Winzer aus Oggau ist nur in einer Hinsicht nicht so typisch für die Gegend. Er hat sich dem Demeterbund angeschlossen und setzt damit auf einen sehr strengen biologischen Weinbau. Unser Zug fährt weiter am See entlang. Direkt am Ufer fährt er nie, denn ein breiter Schilfgürtel trennt das Ufer vom offenen Wasser. Aber genau das macht die Einzigartigkeit dieser Seelandschaft aus. Die Störche sind praktisch das Wahrzeichen des Städtchens Rust, etwas abseits der Strecke am See. Rust ist der Bilderbuchort am Neusiedler See. Vielleicht nicht so verträumt wie viele andere Dörfer, aber sicherlich einer der schönsten Orte. Und es gibt nicht nur Störche, denn fast im Ort beginnt der Schilfgürtel des Sees.
Urlauber, Segler und seltene Vögel teilen sich hier ihre Reviere. Tausende Vögel nisten im Schilf. Der seltene Löffler zum Beispiel, aber auch Silberreiher und unzählige andere. Am Neusiedler See trifft sich das Who is Who der roten Liste bedrohter Arten. Weite Teile des Sees und Ufers sind Teil eines Nationalparks. Über spezielle Stege und Aussichtspunkte können Besucher Vögel und Pflanzen betrachten. Das gesamte Gebiet auf österreichischer und ungarischer Seite des Neusiedler Sees ist inzwischen auch Teil des UNESCO-Welterbes. Der blaue Blitz. Er schlängelt sich hier in den Bahnhof Neusiedl am See hinein. Neusiedl am See ist der Verkehrsknotenpunkt des Burgenlandes, nicht die Hauptstadt Eisenstadt. Von hier gibt es direkten Anschluss nach Wien. Und hier ändert der Zug wieder seine Fahrtrichtung. Der blaue Blitz, wie viele ältere Fahrzeuge, hat dabei ein Kuriosum zu bieten. Fahrschalter und Bremshebel werden abmontiert und in den anderen Führerstand getragen. Normalität für Gottfried Strahlhofer, denn er fährt immer wieder den blauen Blitz. Er ist Mitglied im Verein zur Erhaltung des Triebwagens und er schätzt die alte Konstruktion. Man ist nicht so die Geisel der Technik. Man kann auch eine Sicherung tauschen oder bringt das Ding halt immer zum Fahren. Bei der modernen Technik steht am Bildschirm, geht nicht und dann geht's auch nicht. Und mussten Sie denn schon ab und zu mal flott machen, weil er hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, oder ist er sehr zuverlässig? Naja, ist, wenn wir wegfahren, dann ist er sehr zuverlässig. Es steckt aber im Hintergrund sehr viel Vorbereitungsarbeit dahinter, damit er eben zuverlässig bleibt. Heute fahren wir mit diesem Zug, mit dem blauen Blitz, bitte, ja? Danke. Damian de Villetot ist wieder in seinem Element, denn es gibt etwas Besonderes. Der blaue Blitz ist auf der Strecke nach Eisenstadt kein Sonderzug, sondern ein Planzug mit normalen Fahrgästen. Nach Eisenstadt? Ja, Damian, wie geht's? Nebenher wickelt er noch die Organisation der Weiterfahrt ab, denn so ganz normal ist der Blitz im Plandienst eben doch nicht. Auf Fahrten mit Nostalgiefahrzeugen ist das Zugteam spezialisiert. Für die meisten Fahrgäste ein ungewöhnliches Erlebnis. Denn der blaue Blitz verkehrte hier nur bis in die frühen 90er Jahre. Dann musste er aufs Alpental. So, der blaue Blitz. Guten Tag, das ist Gott. Danke. Damian mag es, mit Menschen umzugehen. Aber vor allem ist es sein Organisationstalent, das er als Zugführer für ungewöhnlichere Aufgaben einsetzen kann. Eine Rückfahrt für den Triebwagen muss noch organisiert werden. Für unsere Fahrt wurde ein bisschen improvisiert. Kein Problem für das Zugteam und die österreichischen Bundesbahnen, die den blauen Blitz für ihr Erlebnisbahnprogramm einsetzen. Selbst chartern kann man den Zug und durch ganz Österreich fahren. So, da. Schönen Tag noch. Den persönlichen Service Damians gibt's gratis dazu. Bitte schön. Thank you.
Letzte Etappe an einem langen, heißen Tag. Einen kleinen Nachteil gibt es für den Zugführer. Der blaue Blitz heizt sich im Motorwagen auf wie ein Backofen. Das Schloss Esterházy in Eisenstadt, ursprünglich eine gotische Burg, wurde es später zum Barockschloss umgebaut. Hunderte von Jahren war es die Hauptresidenz der Esterházys, eines der einflussreichsten Adelsgeschlechter im Habsburger Reich. Der Haydnsaal, benannt nach dem Komponisten Josef Haydn, der hier im Schloss viele Jahre im Auftrag der Esterházys komponierte. Der Saal wurde für seine Musik gebaut. Und es ist immer noch einer der akustisch herausragendsten Konzertsäle der Welt. Eisenstadt, Hauptstadt des Burgenlandes. Ein kleines Städtchen, das sich um das Schloss herumgruppiert. Idyllisch und ein wenig verträumt, so wie das ganze Burgenland. Unser blauer Blitz muss weiter. Es war nur ein schöner Ausflug in seine alte Heimat, das Burgenland. Doch der wieder aufpolierte Renner, der frühere Venezia-Express oder Vindobona oder Medamare, ist nun wieder auf allen Strecken Österreichs zu Hause.